Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Ati und heute wollen wir über das wichtige Thema sprechen: sechs versteckte Anzeichen, dass du narzisstische Eltern hast. Wie immer sage ich am Anfang, ich bin Coach für Opfer von Narzissten. Wenn du da Unterstützung und Hilfe brauchst, dann scheue dich bitte nicht, mich anzuschreiben. Hier oben rechts, schau mal, verlinke ich dir mein Antragsformular. Da brauchst du einfach nur draufklicken und kannst mir eine Anfrage zukommen lassen. Wieso soll es heute nochmal um narzisstische Elternhäuser gehen? Wir hatten ja schon einige Videos zu dem Thema gemacht, aber das ist ja auch schon gefühlt jetzt über 2 Jahre her, glaube ich, gell? Und in letzter Zeit häuften sich halt wieder die Fragen, die ich per E-Mail bekam zu dem Thema. Und deswegen dachte ich, mache ich euch jetzt nochmal ein kompaktes Video dazu. Wieso narzisstisches Elternhaus? Tja, meine Lieben, weil und vor allem auch warum versteckt, das sage ich euch. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir in solchen toxischen Elternhäusern groß werden, das oft gar nicht wissen. Wir sind im Grunde meistens dann auf beiden Augen betriebsblind. Also es wirkt sich zwar in unserem Leben enorm aus, wir kommen da gleich nochmal zu, und wenn man es einmal durchschaut hat, dann fällt es einem wirklich wie Schuppen von den Augen. Das heißt, du kannst in deinem Leben echt große Probleme haben, ohne darauf zu kommen, dass es auf ein toxisches Elternhaus zurückzuführen ist. Und deswegen wollte ich euch jetzt diese versteckten Anzeichen mal an die Hand geben, an denen ihr erkennen könnt, dass ihr bei narzisstischen Eltern groß geworden seid. Denn das wirkt sich tatsächlich auf alles aus in eurem Erwachsenenleben, nicht nur aufs Elternhaus selber. Und deswegen kommen wir direkt mal zu Punkt 1. Deine Beziehungen sind eine Katastrophe. Und ich rede hier von allen Beziehungen. Ich rede von Geschäftsbeziehungen, von Freundschaften, von Beziehungen, partnertechnisch, ja. Also auch deine Partnerwahl wankt so zwischen Sodom und Gomorra, zwischen Pest und Cholera. Es ist grauenvoll. Du hast eine lange Linie von Beziehungen hinter dir und irgendwie waren sie nicht alle gleich, aber irgendwie doch. Also es gab jedes Mal weder Grenzen, es gab keinen Respekt, du hast dich jedes Mal fast schon zum Sklaven der Liebe gemacht für diese Menschen und wurdest dann meistens am Ende immer entsorgt wie Müll. Und die meisten von euch würden gar nicht darauf kommen, dass das was mit dem Elternhaus zu tun haben könnte, weil man denkt sich, hey, dann stimmt wahrscheinlich mit mir irgendwas nicht. Die meisten von euch sind eh so empathisch und selbstreflektiert, dass sie sich selbst andauernd die Schuld für alles geben. Und das läuft halt wirklich dein ganzes Leben lang schon so. Du versuchst es ständig allen recht zu machen, du bist super empathisch und hilfsbereit. Das Problem ist, du wirst dann aber eben oft ausgenutzt und veräppelt. Und das ist wirklich wie verhext. Du scheinst diese Menschen irgendwie anzuziehen. Denn ihr Lieben, ich möchte euch das nochmal sagen. Nur weil ihr empathisch, hilfsbereit und gute Menschen seid, heißt es nicht, dass ihr irgendwie nicht stark wärt oder nicht genug wärt, sondern es ist einfach nur so, dass es da draußen eben viele schlechte Menschen gibt. Und ja, wir haben, wenn wir aus solchen Elternhäusern kommen, oft eine große Affinität, genau diese Menschen irgendwie anzuziehen. Als hätten wir irgendwelche bunten Leuchtreklamen an uns hängen. Komm her und missbrauch mich. Furchtbar. Und das läuft wirklich nicht bewusst ab. Also gebt euch bitte keine Schuld an einer toxischen Beziehung. Das ist sowieso das vollkommen falsche Wort. Ihr merkt das teilweise gar nicht, woher ihr das kennt und wie das überhaupt zustande gekommen ist. Aber umso wichtiger ist es, dass ihr es lernt. Denn sonst wird es immer so weitergehen, ne? Ja, wo liegt denn jetzt die Ursache daran, dass wir so durchs Leben laufen und irgendwie immer wieder vor Wände rennen? Ja, das liegt daran, dass narzisstische Eltern ihre Kinder eben nicht als Persönlichkeiten wahrnehmen, sondern als verlängerten Arm. Das heißt, deine Wünsche und Sorgen waren ihnen schon immer, naja, ich sag nicht ganz egal, aber war nicht die höchste Priorität. Ihnen ging es meistens darum, entweder ihre eigenen Wünsche zu erfüllen, die sie oder ihre eigenen Träume zu erfüllen, die sie damals nicht verwirklichen konnten. Das heißt, du wirst dann schön als Projektionsfläche missbraucht. Oder du bringst eben die Leistung und gibst ihnen dadurch Zufuhr. Ne, wie so ein perfektes Springpferd, das sie überall rumzeigen können, sagen können, guck mal hier. Ne, ganz toll. Du lernst halt als Kind schon im Endeffekt, dass du egal bist und alles, was du dir wünschst, ist einfach nicht wichtig. Und das brennt sich unbewusst einfach enorm in dich ein. Das heißt, im Grunde lernst du, ich muss es ständig anderen recht machen, damit ich Liebe bekomme.
Denn bei narzisstischen Eltern ist es so, die lieben dich nicht um deiner selbst willen, die lieben dich nur, wenn du Männchen machst. Also, wenn du sie zufriedenstellst, dann hast du das Gefühl, du bekommst ein bisschen Zuneigung, ein bisschen Liebe, eine Belohnung vielleicht sogar. Also, da wird hier schon mit Konditionierung gearbeitet. Oben rechts das wichtige Video nochmal, das ihr dann in Beziehungen nämlich genauso durchmacht. Man konditioniert euch darauf, du bist nur was wert, wenn du das tust, was ich will. Und für kleine Kinder ist sowas tatsächlich verheerend. Die lernen sich dadurch nie selber kennen und werden im Erwachsenenalter genau das Gleiche tun. Und ja, leider Gottes ziehst du dann genau diese Menschen dann auch immer wieder in dein Leben, ne? Mein Tipp ist, wenn du sowas immer wieder erlebst, lerne so viel wie möglich über Narzissmus und narzisstischen Missbrauch. Gleichzeitig empfehle ich dir vielleicht eine Therapie zu machen, um das aufzuarbeiten, woran du dich wahrscheinlich schon gar nicht mehr erinnern kannst. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir aus so einem Haus kommen, haben wir oft überhaupt keine Erinnerung mehr an unsere Kindheit. Geht dir auch so? Ja. Dann könnte es gut sein, dass du da sehr viel Traumatisches erlebt hast. Deine Psyche sperrt das nämlich dann weg, ne? Aber bis du eben diese Therapie absolviert hast und deine Vergangenheit aufgearbeitet hast, all diese Sachen rausgefunden hast, die damals schon gewirkt haben und die jetzt immer noch benutzt werden von deinen heutigen Beziehungen, lerne Narzissten auswendig. Lerne die Verhaltensweisen, wie sie reden, was sie reden, wie sie manipulieren. Ne? Dafür ist ja dieser Channel hier zum Beispiel sehr gut geeignet. Also einfach mal die Playlist durchstöbern. Da wirst du bestimmt viele Dinge auch wiedererkennen, die deine Eltern mit dir gemacht haben. Ne? Also du musst quasi ein Narzissmus-Experte werden, um eben, du kannst es eben noch nicht intrinsisch erkennen, dann eben von außen zu sagen, okay, wow, hier läuft Gaslighting ab oder hier läuft Silent Treatment ab. Okay, dann kann ich mich von diesen Menschen vielleicht ein bisschen distanzieren. Sowieso sollte man sich ja von Menschen distanzieren, die einem nicht gut tun, ne? Ist ja nichts Schlimmes, gell? Aber wie gesagt, in der Therapie wirst du dann lernen, wie deine Eltern das gemacht haben und warum. Und du wirst auch trauern können um deine Kindheit. Und dann wirst du in Zukunft auch solche Menschen nicht mehr anziehen. Aber bis dahin, ne? Bis dahin, schau bitte, wie Narzissten agieren, weil das ist einfach nach Lehrbuch, Leute. Ich kann euch mittlerweile sagen, wenn mir so jemand begegnet, das erkennt man total schnell, ne? Und es ist ja in ihrer Verantwortung, im Grunde in Therapie zu gehen und an diesem, ja, schlechten Verhalten zu arbeiten. Und wenn sie es nicht tun, dann muss ich da auch nicht viel mit zu tun haben. Ganz einfach, ne? Ist so. So, und das war jetzt Punkt 1. Ne? Also guck mal bitte auf dein Umfeld, deine Beziehungen. Es kann auch sein, es müssen nicht immer nur die Partnerbeziehungen sein. Es kann auch genauso gut sein, dass es immer der Freundeskreis ist, dass du immer Toxen in deinem Freundeskreis hast. Also Sodom und Gomorra, eine schlimmer als die nächste. Ne? Und irgendwann darfst du dich da mal hinterfragen, woran liegt das hier, ey? Ne? Woran liegt das? So, kommen wir zu Punkt 2, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst es deinen Eltern nie recht machen. So. Und jetzt werden viele von euch sagen, echt, das ist ein Anzeichen von einem toxischen Elternhaus. Ja, ja. Normale Eltern sind sehr leicht zufriedenzustellen und sind sehr stolz auf dich, auch wenn du vielleicht mal scheiterst. Das ist gar kein Thema. Ein toxisches Elternhaus bzw. toxische Eltern erkennst du daran, dass die auch immer in so einem gewissen Ton mit dir reden. Ich weiß nicht, also die es haben, die kennen das jetzt bestimmt. Also dein Elternteil, das toxisch ist, wird immer, also immer in so einem Ton mit dir reden, so leicht von oben herab. Dümmlich, als wärst du irgendwie zurückgeblieben oder so, ja, also als wärst du einfach blöd, als würdest du nicht verstehen können, was dieser Mensch von dir möchte. Und vor allem immer abwertend. Es schwingt immer Abwertung mit dabei. Und es schwingt auch noch ein Ton mit, der immer besagt, ich weiß, dass du ein schlechter Mensch bist und ich habe dich durchschaut. Also genau so reden narzisstische Eltern mit ihren Kindern. Und zwar immer. Immer. Das heißt, die reden so mit dir, wenn du 2 bist, die reden aber auch so mit dir, wenn du 40 bist oder 50 oder 60. Die werden immer mit dir reden, als wärst du ein kleines Kind und als könnte man dich nicht ernst nehmen und als müsste man dich zurechtweisen. Wenn du einen toxischen Elternteil um Hilfe bittest, dann wird er dir das so erklären, als wärst du ungefähr 5. Und daran wirst du merken, die respektieren dich weder, noch kennen sie dich als Person, die haben keine Ahnung, wer du bist, ne? Null, ja? Und da ist einfach auch keine Liebe, sondern immer nur so eine Art Zurechtweisung. Also da gibt es kein "Ich bin stolz auf dich, ich liebe dich", sondern da ist immer nur irgendwie "Hast du das und das schon gemacht?" Und wenn du auch sagst "Mein Leben läuft super", aha, und was ist da und damit? Warum hast du noch nicht geheiratet? Warum hast du noch keine Kinder? Ne? Also es gibt, die werden dich immer auf Dinge hinweisen, die du in deinem Leben vielleicht noch nicht hast, weil du sie vielleicht auch gar nicht willst. Wer weiß, ne? Aber
Wenn du das einmal siehst, wie sagt das Meme, cannot be unseen, dann kannst du es nicht nicht mehr sehen. Das ist eine Sache, die muss man durchschauen lernen, als Kind, das in einem toxischen Elternhaus aufgewachsen ist. Wenn du es nicht kennst, wirst du es für normal halten. Also jetzt alle, die jetzt meinen, oh, ja gut, so reden meine Eltern immer mit mir. Jo, das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Und ein zweites ist, dass egal was du erreicht hast in deinem Leben, und entweder ob du jetzt Jura studiert hast oder einen Doktortitel, ich weiß, ich überspitze mal wieder, ihr kennt mich, ne? Also, egal was du erreicht hast, dein toxischer Elternteil wird da hocken und sagen, ja, ist nett, ne? Schön. Also, da wird weder Begeisterung aufflammen, noch Stolz vielleicht ein bisschen, ne? Also, normale Elternteile wären stolz auf ihr Kind, wenn es was erreicht. Aber alles, was du erreichst, wird entweder belächelt oder schlecht geredet. Immer. Also da gibt es gar nichts anderes. Das heißt, du fühlst dich konstant wie ein Versager. Die ganze Zeit. Ja, also du kannst eine 2 nach Hause bringen und dann wird dir gesagt, warum war es keine 1? Was hast du denn da schon wieder falsch gemacht? Bist du blöd? Kann ja wohl nicht sein. Du hättest doch mal eine 1 nach Hause bringen können. Ey, meine Kindheit, Leute. Meine Kindheit, ja? Wie ein dressiertes Pferdchen habe ich hier ständig nur Einsen geschrieben und wehe, wenn nicht. Ja, also das ist, ne, also. Du musst auch im Erwachsenenleben weiterhin ein dressiertes Pferdchen bleiben. Nur dann, und jetzt wird's schwierig. Also, wir haben gelernt, narzisstische Eltern projizieren gern ihre ungelebten Wünsche und was sie mal werden wollten auf dich. Das heißt, du musst jetzt das erreichen, was sie werden wollten. Das führt noch zu was anderem, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das führt auch dazu, dass die dann, wenn du es im Erwachsenenleben erreichst, also traurig genug, dass du dein ganzes Leben um sie aufgebaut hast und im Grunde den Beruf machst, den sie von dir wollten, weil das heißt, es hat nichts Intrinsisches, es kommt nicht aus dir. Es ist nie dein Wunsch gewesen, gell? Also einerseits wollen sie, dass du ihre Träume lebst, aber wenn du sie dann lebst, und jetzt wird's gaga, dann werden sie eifersüchtig. Dann werden sie eifersüchtig und sehen dich als Konkurrenz und werten dich ab und machen dich noch schlechter. Also du merkst schon, mit Narzissten kannst du immer nur verlieren. Also egal, was du tust, ob du es ihnen recht machst, ob du prima Ballerina wirst, weil sie das so wollen, ne, am Ende wirst du dann doch wieder abgewertet, weil es ist ja ihr Traum gewesen. Dann werden sie dich so behandeln, als hättest du ihnen den Traum weggenommen. Es ist absurd, ihr Lieben. Es ist absurd, aber es ist ja auch nicht umsonst eine Krankheit, ne? Ja, Punkt 3 ist jetzt die logische Konsequenz dessen. Du kennst dich selbst nicht. Denn, wie gesagt, du bist ein Springpferdchen für deine narzisstische Mutter oder Vater. Und das durfte ich damals auch am eigenen Leib erfahren, muss ich sagen, indem ich musste 2 Studiengänge anfangen, um zu verstehen, ich möchte gar nicht studieren. Nicht in dem normalen Sinne. Denn ich wurde wirklich dressiert auf, du musst immer Einsen schreiben, du musst Abitur machen, dann musst du studieren und dann musst du mindestens einen Master machen. So, jetzt könnten einige sagen, hey, es könnte ja auch nett gemeint sein. Natürlich, ne? Eltern wollen ja immer das Beste für einen. Aber bei mir war es tatsächlich schon ja, hardcore. Also ich musste dann 5 Stunden am Tag lernen und so mit irgendwelchen Softwares und wurde dann stundenlang irgendwelche Vokabeln abgefragt. Und wenn ich sie dann konnte, dann wurde die Reihenfolge geändert, weil man mir auch da wieder unterstellen wollte, ich schummle. Also es war ein konstanter Stress. Ich musste ständig abliefern. Es war echt übel. Ne? Und als ich mich dann von meinen Eltern getrennt hatte, beziehungsweise als einer verstarb dann, dann stand ich da und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ist denn hier mein Lebenssinn? Also ich hatte keine Ahnung. Also habe ich blind angefangen zu studieren, weil ich im Grunde weiter den Plan des toten Elternteils verfolgt habe. Also einfach blind, weil ich wusste gar nicht, wer bin ich, was will ich, ne, was kann ich, was macht mir Spaß, das war nicht wichtig. Ich musste weiter Männchen machen. Aber ich merkte dann auf einmal, es ist niemand mehr da, der von dir verlangt, Männchen zu machen. Es ist vorbei. Da ist niemand mehr. Und da hatte ich tatsächlich Riesenprobleme früher. Also muss ich wirklich sagen, bis ich wirklich gerafft habe, da lief nicht alles nice, ja. Und bis ich mich dann in Therapie begeben habe, bis ich mal gecheckt habe, meine ganzen toxischen Beziehungen, Freunde, das alles hatte genau damit zu tun, bis ich da das mal aufgearbeitet habe und irgendwann mich getraut habe, mich zu entfalten, zu sagen, boah, was macht mir denn eigentlich Spaß? Wo habe ich eigentlich Freude dran? Was möchte ich beruflich machen? Ey, da sind Jahre vergangen. Da war ich überlege gerade mal, 25? Ja. Und da müsst ihr euch mal überlegen. Ne? Da musste ich 2 Mal zur Uni gehen, um zu merken, ey, mir macht das hier überhaupt keinen Spaß. Ich habe es durchgezogen, aber es war furchtbar. Und ja,
Da merkt ihr mal, ne? Und so geht das den Kindern von so toxischen Elternhäusern. Die fangen oft Dinge an und hören sie wieder auf, weil sie einfach merken, es ist nicht meine Motivation dahinter. Es ist nicht das, was ich will. Und das hat man bei mir später auch gemerkt. Ich habe dann später gemerkt, was ich machen will. Und zack, habe ich auch super bestanden. Gar kein Thema. Gar kein Problem. Habe ich sogar in 2 Jahren meine Ausbildung geschafft, weil ich so gut war und ja auch Abitur hatte, dann kann man verkürzen, ne? Aber da merkt ihr mal, ne? Also wenn man dann mal gefunden hat, was einem Spaß macht, dann schafft man das auch. Aber wenn du so ein Kind bist, dann ist das super schwer für dich, dich selbst erstmal zu finden, ne? Ein anderes Problem, wenn man sich selbst nicht kennt und wenn man aus so einem Elternhaus kommt, ist oft, dass man mit sich selbst nichts anfangen kann. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und dass man dazu neigt, Partner um Partner um Partner zu haben. Habe ich auch schon mit ganz vielen drüber gesprochen. Bei mir war es jetzt tatsächlich nicht so. Ich hatte auch Pausen dazwischen. Die fielen mir aber sehr schwer, muss ich sagen. Also damals, ich konnte zum Beispiel überhaupt nicht alleine schlafen. Ich war immer einsam, wenn keiner um mich rum war. Also ich konnte auch das gar nicht gut ertragen damals, ne? Und das sind alles Dinge, die muss man dann lernen. Man muss es wieder von der Pike auf neu lernen. Das ist super anstrengend. Wirklich. Also da muss man wie so ein kleines Kind sich neu entdecken und auch mal genießen lernen, wenn man alleine ist. Das sind alles Dinge, die kannte ich vorher nicht, ne? Und auch seine Wünsche so kennenzulernen, das ist echt Wahnsinn. Ja, und woran liegt das im Endeffekt? Ja, klar, das haben wir ja schon angesprochen, ne? Die Eltern projizieren dann oft ihr eigenes Scheitern im Leben auf die Kinder und die Kinder sollen es dann besser machen, ne? Also wenn du dann einen toxischen Elternteil hattest, der nie Abitur machen konnte, der nie studieren konnte, will der dann, dass du das machst und am besten noch eine Karriere als Sportler. Also, ne, versteht ihr, was ich meine? Es geht immer darum, dass Narzissten meinten, hey, ich hatte so ein scheiß Leben, mein Kind soll es jetzt besser haben. Und an sich ist das ja nicht schlimm, denn einem Kind das zu ermöglichen, ist ja super schön. Aber ein Kind in deine Lebenslaufbahn reinzustecken, obwohl es eine ganz andere Persönlichkeit hat als du, ist dann irgendwann toxisch. Ne? Also das zerstört ein Kind eher, als dass es ihm hilft. Im Endeffekt sollten wir unseren Kindern alles ermöglichen, indem wir es stützen, indem wir es unterstützen, ne? Und es aber auch machen lassen, was es will. Und wenn dein Kind sagt, ich möchte Handwerker werden, dann hast du gefälligst zu sagen, yes, ich bin stolz auf dich. Du hast was gefunden, was dir Spaß macht, also los. Das ist Liebe. Und nicht dein Kind aufzuzwängen, nur wenn du Abitur machst, bist du was wert. Nur wenn du einen Studienabschluss hast, bist du was wert. Gell? Es ist einfach ein Unterschied, ne? Ja, und deswegen ist Punkt 3, du kennst dich selbst nicht. Und da kann ich auch tatsächlich sagen, da ist Therapie ganz wichtig. Ist wirklich so, wenn du dich da erkennst, es ist so wichtig, es aufzuarbeiten. Und was vielen dann auch hilft, ist No Contact zum toxischen Elternteil. Denn ich kenne teilweise oder ich hatte teilweise Klienten, die sind 50 und die sind immer noch so unter der Fuchtel des toxischen Elternteils, als wären sie 15. Und die kriegen es nicht hin, sich zu lösen. Und manchmal ist es eben so, da gibt es keine andere Möglichkeit, als No Contact zu gehen, auch wenn es eure Eltern sind. Es geht manchmal nicht anders, auch wenn es super schmerzhaft ist. Und ja, wie gesagt, da muss jedes Kind, erwachsene Kind, später seinen Weg finden. Also es gibt Leute, die haben dann noch ein bisschen Kontakt, ein bisschen mehr, hier Kontakt, da Kontakt, ja. Also jeder muss im Endeffekt nach so einer Therapie gucken, was tut mir gut. Wie sehr respektiert der Elternteil das, wie viel Kontakt ich möchte? Ne? Weil es gibt auch Leute, die dann sagen, ey, ich möchte zum Beispiel, was weiß ich, dich nur noch zweimal im Jahr sehen. Und dann sagt der toxische Elternteil, nö, respektiere ich nicht. Und trampelt dann über alle Grenzen, taucht dann vor der Haustür auf, ruft ständig an. Ne? Also das ist super schwer. Das ist super schwer. Denn die haben euch ja von Anfang an nicht respektiert und konnten es immer mit euch machen. Ihr wart wie Marionetten. Ne? Und dann werden sie es natürlich jetzt auch nicht respektieren. Und da ist es tatsächlich manchmal so, dass man No Contact gehen muss. Um seiner selbst willen. Ja. Damit du irgendwann nicht mehr immer nur auf andere angewiesen bist. Damit du nicht immer das Gefühl hast, allein bist du nichts wert. Ne? Und wenn du keinen hast, vor dem du Männchen machen kannst, dann ist dein Leben nicht lebenswert. Deswegen, Leute, da findet bitte euren eigenen Weg und lasst euch nicht einreden, ja, aber es ist doch dein Vater, es ist doch deine Mutter. Nee. Was euch nicht gut tut, kann weg. So blöd das klingt, ne? Aber ihr werdet das dann auch merken. Das ist dann wie auch, als würde man sich aus so einer Beziehung lösen. Mit einem narzisstischen Partner, die respektieren einen Scheiß, die nehmen euch überhaupt nicht ernst. Und da muss man dann eben seine Grenzen setzen. Ne? Was will man sonst machen? Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, dann Punkt 4. Dein Selbstwert hängt von äußeren Erfolgen ab. Und das ist natürlich auch eine logische Konsequenz im Endeffekt von, du wurdest nur geliebt, wenn du Erfolg gebracht hast.
Also im Grunde, die narzisstischen Eltern schenken dir halt nur Aufmerksamkeit oder Zuneigung, wenn du ihre Wünsche erfüllt hast oder eben die Ziele erreicht hast, die sie für dich gesteckt haben. Ne, immer Einsen schreiben oder so. Oder weiß der Geier, ihr werdet bestimmt noch ganz viele andere Beispiele haben. Schreibt es ruhig mal in die Community, was ihr so erlebt habt, was ihr machen musstet. Ne? Also, und ja, erfülle halt ihre Wünsche und sie haben dich lieb. So lernst du das eben. Ne? Und dann lernst du eben auch unbewusst, dass Liebe etwas ist, für das man was tun muss. Also, dass du nicht um deiner selbst willen geliebt wirst, weil du ein toller Mensch bist oder ein lustiger Mensch oder was weiß ich, ja, Charaktermerkmale, die dich ausmachen. Nein, du wirst nur geliebt, wenn du ablieferst. Ne? Du musst also was tun, um geliebt zu werden. So, und genau das übernimmst du später in deine weiteren Beziehungen. Das heißt, du hast ständig toxische Beziehungen, die on-off sind, und du bist aber immer der oder diejenige, die hinterherläuft und versucht es zu kitten. Warum? Du hast gelernt, für Liebe muss man sich anstrengen. Für Liebe muss man was erbringen. Liebe ohne Kampf gibt es nicht. Das lernst du. Und deswegen kämpfst du auch wie irre, teilweise 30 Jahre, um einen toxischen Mann oder um eine toxische Frau. Und muss dann irgendwann sehen, dass man verliert. Ne? Oder du übernimmst es ins Erwachsenenleben, ins Arbeitsleben und arbeitest dich halb tot, weil du das Gefühl hast, wenn du nichts Außergewöhnliches vollbracht hast, dann bist du nichts wert. Oder, anderes Beispiel, du bist, was weiß ich, 3 Tage krank und fühlst dich wie der letzte Schwerverbrecher, weil du zu Hause geblieben bist. Und ich rede wirklich von Leuten, die wirklich krank sind, 40 Fieber. Und trotzdem liegen die im Bett und fühlen sich wie ein Verbrecher, weil sie gerade nichts tun. Das kann dann auch so weit gehen, dass man sich gar nicht mehr entspannen kann. Wenn du zum Beispiel, weiß ich, 2 Wochen Urlaub hast, du kommst nicht zur Ruhe. Du musst immer rödeln, immer irgendwas machen, weil sonst hast du das Gefühl, du bist ein totaler Versager in deinem Leben und kriegst nichts hin. Das geht bei manchen so weit, dass sie immer morgens früh aufstehen müssen, weil sie sonst denken, der halbe Tag wäre schon vorbei und sie hätten ja nichts geschafft. Das sind alles solche Merkmale. Also so weit kann das gehen, damit ihr das mal versteht, ja? Also das ist eben nicht nur immer so Beziehungen und so, sondern das beeinflusst dein komplettes Leben. Oder du hast mal einen narzisstischen Chef, der dich an deinen toxischen Elternteil erinnert. Unbewusst. Du merkst das nicht. Und du merkst auf einmal, also habe ich auch einmal erleben müssen, ganz ehrlich, und dann ist dieser Chef ständig ausgeflippt, hat mich angeschrien und so. Und ich saß da wirklich nur noch und hätte man mir gesagt, schreib jetzt gerade deinen Namen, ich hätte es nicht mehr geschafft. Ich hätte es nicht mehr geschafft, meinen eigenen Namen zu schreiben, weil ich so getriggert war, ne, ohne zu wissen, woher der Trigger kam. Also ich saß da auf einmal wie erstarrt, hatte eine Retraumatisierung und zack, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also, ne, ihr kennt das ja, dann ist man wie in Watte gehüllt, ne, man kriegt gar nichts mehr mit, so, ne. Und dann lässt eben auch die Arbeitsleistung nach. Wenn du so einen Chef hast, lässt die Arbeitsleistung nach, weil du ständig nur noch im Stress bist. Weil im Grunde sitzt dein toxischer Elternteil dort und du hast das nie aufgearbeitet. Also ja, viel Spaß dabei. Und dann wird dieser toxische Chef dir natürlich auch ständig sagen, du bist nichts wert, du kannst nichts, ne? Und du wirst es halt irgendwann glauben. Weil du kennst es ja nicht anders aus deinem Familienhaus. Da sagt man dir auch ständig, du bist nichts wert. Also Leute, das ist super gefährlich. Ich sage euch das, wenn ihr das nicht aufarbeitet, ey, ich bin froh, dass ich es mit 25 so weit aufgearbeitet hatte, ne? Und aufarbeiten konnte, weil es gibt wirklich Leute, die sind 50 und die erkennen das nicht. Und die kraxeln durch ihr Leben, fallen immer wieder hin, immer wieder, immer wieder, immer wieder, kriegen Depressionen, Panikattacken. Ne, ich meine, die Psyche sucht sich dann Wege. Aber es ist so wichtig, dass ihr es erkennt und dass ihr daran arbeitet. Denn glaubt mir, eine Verhaltenstherapie und das war's. Das funktioniert. Also ich persönlich finde Verhaltenstherapie super. Es gibt auch viele, die schwören auf Tiefenpsychologie. Da muss jeder seinen Weg finden. Aber ich persönlich, ich bin mit Verhaltenstherapie super klargekommen. Ja, und auch da, ne, musst du lernen, wie die Taktiken dahinter waren. Und die Taktiken haben ja schon früher gegriffen. Und da fällt es aber den meisten schon schwer, weil sie eben aus so einem narzisstischen Elternhaus kommen, wo sie keine Erinnerung haben. Als ich in Therapie hockte damals vor, ja, ist jetzt schon ewig her, vor 7 Jahren, ne? Da fragt mein Therapeut mich auch, ja, wie war denn Ihre Kindheit? Und ich nur so, ja, normal, ich erinnere mich nicht an viel, aber, und er direkt so, oh, ist so was, oh, woher wissen Sie denn, dass sie so gut war, wenn Sie sich nicht daran erinnern können? Ja, ist doch normal, oder? Ja. Und da ging es dann los, ja. Also versteht ihr, das ist alles nicht so einfach. Die meisten von euch erinnern sich dann nicht mal daran und werden aber ständig im Leben mit den gleichen Personen konfrontiert. Also als würdest du immer Mama und Papa begegnen, entweder in deinem Bett, auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis, immer wieder das Gleiche. Du kriegst immer wieder die gleiche Aufgabe im Leben gestellt, bis du sie gelöst hast. Und du wiederholst sie so lange, bis du daraus gelernt hast. Und das kannst du ja gar nicht, wenn du dich nicht dran erinnerst.
Also Wahnsinn, oder Leute? Punkt 5. Du warst für deine Eltern mehr Partner als Kind. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz eindeutiges Indiz, Leute. Also nicht alle Narzissten sind dominant und fordernd und ständig abwertend und ja, also es gibt ja verschiedene Formen von Narzissmus. Es gibt diesen offenen, ne, diesen grandiosen. Es gibt auch verdeckten. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen. Aber gerade bei Müttern, meine Lieben, haben wir gerne den verdeckten Narzissmus. Also eben nicht das, was ich eben beschrieben habe, sondern eher opferspielend. Verdeckter Narzissmus, da haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn ihr noch nicht gar nicht wisst, wie das sich jetzt aus Ne? Dann schaut mal oben rechts. Ich verlinke es euch nochmal, dann könnt ihr euch das nachher in Ruhe mal angucken. Weil verdeckte Narzissten unterscheiden sich enorm von offenen. Enorm. Ja? Die spielen halt lieber das Opfer. Also die sind ständig nur fertig mit den Nerven. Sie machen es aber dann trotzdem. Komm, ich bin zwar total, aber ich helfe dir trotzdem. Ja? Und dieses Geben, was verdeckte Narzissten machen. Also das heißt, manche verwechseln dann verdeckte Narzissten mit empathischen Menschen. Weil verdeckte Narzissten spielen gerne empathische Menschen. Mit einer Ausnahme. Wenn ein verdeckter Narzisst was für dich tut, wird er es dir hinterher entweder vorwerfen, also so oder so wird er das so hinbiegen, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Das heißt, dieser Mensch wird zwar alles für dich tun, aber du wirst trotzdem dich immer schlecht fühlen und weißt nicht warum. Und daran erkennt man schon mal guten verdeckten Narzissten. Die tun das nämlich nicht intrinsisch, weil sie dich so lieb haben, sondern weil sie eine Gegenleistung haben wollen. Also, das ist auch im Grunde nur Manipulation, aber eben schwieriger zu erkennen. So, aber diese verdeckten Narzissten, die spielen halt wirklich andauernd das Opfer und die nehmen das Kind dann als Partnerersatz her, wenn die Ehe nicht läuft oder eben wenn sie zusätzliche Zufuhr brauchen. Das heißt, das Kind muss im Grunde eine erwachsene Rolle einnehmen, ne? Muss dann ständig Kummerkasten spielen, und emotional für die Eltern da sein. Also das ist total absurd. Da muss dann ein 5-jähriger Junge für die Mutter Partnerersatz für den Vater spielen, weil die Ehe nicht läuft. Ne? Also das ist total gruselig. Und es geht dann sogar teilweise so weit, dass Kinder dann ihre eigenen Väter mobben mit der Mutter zusammen. Also das kann man sich überhaupt nicht, das ist so grausam einfach. Oder auch umgedreht, es gibt auch Daddy-Girls, die dann die Mutter mobben. Ne? Also so oder so rum, es kommt immer darauf an, wer ist der Narzisst und dann wird immer gemobbt in die andere Richtung. Das heißt, wenn die Ehe von zwei Menschen nicht läuft, dann haben die erwachsenen Menschen sich verdammt noch eins da selbst drum zu kümmern und nicht zum Kind zu rennen und zu sagen, dein Papa ist so doof, dein Papa hat nie Zeit für mich, ja? Weil das Kind wird dann in einen totalen Loyalitätskonflikt kommen. Das weiß ja gar nicht, was es machen soll, weil es hat ja den Papa auch lieb. Aber es will ja andererseits die Mama auch nicht enttäuschen. Weil wenn das jetzt zur Mama sagt, ich mag den Papa, aber ich habe den Papa lieb, ich möchte so nicht zum Papa sein, dann wird die Mutter ihn mit Ignoranz strafen und wochenlang ignorieren. Also versteht ihr? Das heißt, was soll das Kind denn jetzt machen? Ja, und dann wird das Kind sich eine zweite Identität zulegen. Und das ist dann meistens das höhere Selbst bei Narzissten irgendwann. Wie gesagt, ne, aus solchen Elternhäusern kommen nicht nur Narzissten. Da können eigentlich alle psychischen Störungen entstehen. Es gibt auch Leute, die haben eine hohe Resilienz, die haben gar keine großen Störungen, die haben dann so, ja, ich sag mal, Charaktereigenschaften, die ihnen schaden oder Züge von irgendwas, ne? Aber es muss nicht immer gleich eine Persönlichkeitsstörung dabei rumkommen, sagen wir es mal so. Aber diese Kinder sind dann wirklich Krisenmanager vom Feinsten. Also die verausgaben sich enorm. Die können aber auch später im Leben wirklich die stressigsten Berufe meistern. Die haben wirklich dann eine innere Ruhe teilweise in so krassen Stresssituationen, weil sie zu Hause halt immer der Krisenmanager waren. Hat natürlich also auch irgendwo Vorteile. Aber auf der anderen Seite mussten die Kinder sich immer eine Maske aufsetzen vor dem toxischen Elternteil, um ihm zu sagen, ja, der Papa ist so böse, ne? Und ey, das zerstört ein Kind. Das zerstört ein Kind, wenn ein Kind schon seine normale Persönlichkeit nicht leben darf, sondern eine Maske aufsetzen muss für den toxischen Elternteil, um dem bei den Hasstiraden gegen den anderen Partner halt ja mit fertig zu machen. Da kommt kein Kind heil raus bei sowas, ne? Und das Schlimmste ist halt auch, dass diese Kinder sich dann irgendwann ständig dafür verantwortlich fühlen, dass die Eltern glücklich sind und tun auch alles dafür. Wenn dann zum Beispiel ein Elternteil eine Depression kriegt oder so, dann hat das Kind diese Motivation, ich muss den jetzt glücklich machen, denn ich bin ja, also das Kind weiß unbewusst, ich bin der Partnerersatz, ne? Und tut dann alles in seiner Macht Stehende, um diesen Elternteil wieder glücklich zu sehen, lächeln zu sehen.
Ja, ihr könnt euch vorstellen, was das mit Kindern macht, ne? Wenn die das ihr Leben lang mitmachen müssen und dann, was die für Erwachsene werden. Ganz furchtbar, ne? Die vergessen sich selbst. Die prägen auch, die kriegen keine normale Persönlichkeit. Versteht ihr? Also die müssen sich ja ständig nur verstellen für den Elternteil. Und auch da, wie gesagt, da muss man dann innere Kindarbeit machen. Also ich finde, am besten funktioniert da innere Kindarbeit. Auch das machst du am besten mit einem Therapeuten. Also Leute, es ist ja wirklich nicht, es ist nicht unmöglich, sage ich mal, ne? Egal, was für eine Störung du jetzt hast. Es kann so sein, dass du Borderline hast oder Dependenz oder Narzissmus vielleicht auch, ja. Aber ich kann euch sagen, egal was du hast, eine Therapie kann helfen. Du musst aber erstmal erkennen, was Phase ist. Wenn du nicht weißt, worum es geht, wie willst du dann in Therapie gehen? Ne? Ja, und natürlich Punkt 6. In jeder narzisstischen Familie, in jeder. Es geht gar nicht anders, ja. Dein Bruder oder deine Schwester war entweder das schwarze Schaf oder das goldene Kind. So, und da haben wir jetzt auch schon öfter was drüber gehört, ne? Also in narzisstischen Familien ist es immer so, es gibt ein auserkorenes Kind. Also je nachdem, wie viele Kinder es gibt. Es gibt manchmal auch zwei auserkorene Kinder. Die werden immer mit Lob überschüttet. Die dürfen spezielle Sachen, die die anderen Kinder nicht dürfen. Also die werden teilt, ne? Die dürfen dann ganz viele andere Sachen, wo die anderen Kinder nicht dürfen. Und die anderen Kinder, beziehungsweise das andere Kind, ist immer das schwarze Schaf. Also egal, was das schwarze Schaf macht, er bringt, leistet, es ist nie gut genug, es wird immer abgewertet, es wird immer irgendwie runtergemacht. Und das führt dann oft dazu, dass wenn du Geschwister hast, dass ihr Geschwister euch untereinander im Streit seid. Also das habe ich jetzt schon ganz oft erlebt, dass diese Leute sich nicht grün sind. Und die wissen meistens nicht mal, warum sie sich nicht grün sind. Aber es liegt eben daran, dass so eine tiefe Eifersucht entsteht. Gerade beim schwarzen Schaf, weil das immer sein wollte wie das goldene Kind, aber egal was es gemacht hat, nie drankommen konnte, dass es angefangen hat, das Geschwisterchen zu hassen. Ne? Und auch daran erkennst du, dass du aus einer toxischen Familie kommst, weil eigentlich sollten Brüder und Schwestern sich nicht hassen. Warum sollte man sich hassen? Das ist dein Blut, dein Fleisch, ja? Aber daher kommt das tatsächlich, dass Eltern sich ein Lieblingskind aussuchen und das andere Kind noch mehr vernachlässigen. Und glaub mir, das goldene Kind hat es nicht leichter. Also vertut euch da nicht, ihr schwarzen Schafe. Die goldenen Kinder haben es genauso schwer, weil das sind dann die, die immer Männchen machen müssen, auf denen ein enormer Druck lastet. Weil wenn die kein Männchen mehr machen, und das habe ich schon bei Klienten erlebt, dann kann das sogar sein, dass der narzisstische Elternteil die Rollen wechselt. Wo also ein goldenes Kind 15 Jahre lang goldenes Kind war und das andere Kind schwarzes Schaf, wird das goldene Kind auf einmal auf den Abfall geworfen, metaphorisch, und das schwarze Schaf wird zum goldenen Kind gemacht. Und was denkt ihr, was da abgeht? Was denkt ihr, was da abgeht beim schwarzen Schaf? Das schwarze Schaf hat ja so schon sich verbogen und alles getan, um goldenes Kind zu sein. Und glaub mir, wenn es dann goldenes Kind ist, dann wird das so, das neue schwarze Schaf, so mobben. Also da habe ich Sachen, boah, da habe ich schon Sachen am Telefon erlebt, Leute. Nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Aber ja, ein untrügerisches Anzeichen ist halt wirklich, dass es immer schwarze Schafe und goldene Kinder gibt und dass sich Geschwister untereinander komplett verstreiten, hassen, und nicht mal wissen, warum. Ne? Und bis diese Geschwister dahinter kommen, dass eigentlich die Eltern das Problem waren, dass die Eltern dafür verantwortlich, das ist so, die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die sich hassen. Erst dann kann Frieden wieder stattfinden. Also wenn man das durchschaut hat. Also wenn du zum Beispiel jetzt Zwist mit deinen Geschwistern hast und nicht mal weißt, warum, im Grunde war der schon immer da, du hast gar keine Ahnung, es war schon immer, du konntest den anderen einfach nicht leiden, dann guck doch bitte mal in deine Kindheit zurück. Ob es vielleicht so war, dass dein anderes Geschwisterchen irgendwie ständig bevorteilt wurde, immer ja metaphorisch das größte Stück vom Kuchen gekriegt hat und du immer im Nachteil warst, egal was du gemacht hast. Wenn du nie gut genug warst und der andere immer doppelt so gut, ne? Daran könnte es nämlich liegen. Und dann könnte es vielleicht auch mal klug sein, dein Geschwisterchen anzurufen und dich mal auszuquatschen mit dem. Dem mal zu sagen, was du gefühlt hast. Und dann wirst du dich wundern, was dein Geschwisterchen dir erzählt, wie es als goldenes Kind war oder andersrum. Also Leute hier, ne, wenn hier Hass ist und Zwist und so, guck doch bitte mal warum. Das kommt nie aus dem Nichts und es kommt auch nie darum, dass ihr euch einfach blöd findet. Kommt schon. Ihr seid ein Fleisch. Es hat einen Grund. Es muss einen Grund haben, ne? Ja. Also, das waren jetzt die 6 untrügerischen Anzeichen, dass du aus einem narzisstischen Elternhaus kommst. Also, wenn du dich jetzt wiedererkannt hast, und auch merkst, du hast in deinem Leben echt Probleme und so, ne? Und du kommst einfach nicht klar, dann würde ich dir wirklich mal raten, ruf mal bei deiner Krankenkasse an und beantrage eine Therapie. Weil wirklich, das ist die Lösung dafür. Es ist die einzige Lösung, die es gibt.
Ne? Und ich kann dir auch sagen, du wirst es nicht bereuen. Das sind dann vielleicht 3, 4 Jahre, wo du dann halt mal härter daran arbeitest, mit einem Therapeuten zusammen, aber danach hast du ein normales Leben wieder. Und das ist echt mehr wert als alles andere. Ne? Du wirst eben mündig und bleibst nicht in dieser Kindchenrolle. Ne? Und auch hier gibt es Opferrollen und so, weil wisst ihr, also es gibt auch Leute, die dann wirklich komplett sich in die Opferrolle gehen und sagen, mein Leben ist nur scheiße, alles ist blöd, alles, was ich anpacke, geht schief und so. Nee, ist nicht so. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Und dann wirst du auch sehen, dass es funktionieren wird. Ja, das Leben ist kein Hexenwerk, sondern das ist einfach nur, du musst halt als erwachsene Person mit Verantwortung reingehen und es wirklich in die Hand nehmen und nicht von äußeren Umständen irgendwie abhängig machen. Und dann wirst du auch sehen, dass dein Leben funktionieren kann. Und wie gesagt, ich meine, die meisten Überlebenden hier, die sind ja schon raus. Ich grüße euch. Ist auch wieder super schön, mit euch hier zu schreiben, ne? Und jetzt sage ich euch wie immer, helft dem YouTube-Algorithmus, dass sich das Video verbreitet, eben weil wir Kinder von Narzissten auf einem Auge meistens blind sind. Like das Video, wenn es euch gefallen und geholfen hat. Guckt mal, da könnt ihr ein Like geben. Daumen hoch, macht doch einfach mal, da würde ich mich mega freuen. Dann kommentiert hier in die Kommentare, wie habt ihr es denn erlebt? Wie war es in eurem Elternhaus? Für die, die schon raus sind und schon drüber reden können, wie war es bei euch? Wart ihr das goldene Kind oder das schwarze Schaf? Wie war es bei euch? Was habt ihr gemacht, um euch zu lösen? Wann ist es euch klar geworden, dass was nicht stimmt? Es ist so wichtig, weil es hilft den Leuten hier auch ihre Stimme wiederzufinden. Ne? Ja, und als letztes teilt das Video mit ein, zwei Leuten, die euch wichtig sind oder die vielleicht gerade sogar in so einer Situation feststecken und Hilfe brauchen. Ihr Lieben, ich drücke euch alle, auch für die gerade, die jetzt noch drinstecken und oder gerade rauskommen und ich weiß, wie viel Kraft das kostet, und auch mit Corona jetzt, es ist ja alles so schwierig, ey. Leute, ohne Scheiß, ich habe Montag Geburtstag und ich weiß noch, letztes Jahr am 25., ey, da habe ich mich mit meinem Stammtisch getroffen, ey, da waren da 35 Leute, ey, wir haben gefeiert, das war echt einer der schönsten Geburtstage, die ich je hatte. Mit Freunden und Stammtisch und ich habe mir so eine riesen IKEA-Tüte mit Geschenken nach Hause geschickt. Das war voll cool. Ja, und dieses Jahr, ey, das wird echt einsam. Also das wird echt speziell, ne? Weil man hat natürlich seine Lieben, seine Ängsten um sich rum, Gott sei Dank, ne? Aber es wird echt speziell. Und ich bin jetzt auch schon gespannt, ne? Wie das jetzt wird. Und naja, ich drücke euch auf jeden Fall alle, meine Lieben. Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut.